Was macht die Qualität einer Lyrikübersetzung aus? Zuletzt war diese Frage aufgrund der Debatte um die Übersetzung von Amanda Gormans Gedicht The Hill We Climb recht präsent in den Feuilletons. Doch natürlich treibt sie Dichterinnen und Übersetzer fortwährend um und jeder findet darauf seine eigene Antwort. So auch Tomasz Ruzicki, dessen Essay Sternenvehikel zum Übersetzen von Gedichten in der jüngsten Ausgabe von Sinn und Form erschienen ist. Ruzicki wurde 1970 im oberschlesischen Opole in Polen geboren. Er ist Lyriker und auch selbst Übersetzer bzw. Nachdichter, wie er sich selbst in dieser Funktion nennt, und was bereits auf seine Vorstellung vom Übersetzen verweist. In dem Essay beschreibt er das Übersetzen als einen Prozess der Grenzüberschreitung. Wer übersetzt, der schmuggelt das Gedicht über die Grenzen der Sprache. Doch natürlich ist es nur ein Teil des Gedichts, denn beim Passieren dieser Sprachgrenze geht immer etwas und eigentlich sogar sehr viel verloren. Über den Klang, den Rhythmus der Ursprungssprache, ihre syntaktischen, lexikalischen und sprachgeschichtlichen Eigenheiten und vor allem natürlich ihre spezifischen Vieldeutigkeiten des poetischen Textes. Doch dem Verlust gegenüber steht immer auch ein Zugewinn, wie Ruzicki bemerkt. Der Verlust ist ein scheinbarer, wie auch Energie nur scheinbar verloren geht. Wir verlieren immer etwas, ja, aber wir schaffen auch immer etwas Neues. Dieses Neue, die neuen Übersetzungen, erweitern unsere Vorstellung vom Unbekannten. Das eigentlich Entscheidende für Ruzicki und sein Verständnis von Übersetzung ist, dass sie in der neuen Sprache für den Leser und die Leserin ein eigenständiges Vehikel bilden, das in seinen Worten unsere Seele in Bewegung setzen solle. Ruzicki lädt nun förmlich dazu ein, seine Gedichte bzw. dessen Übersetzung nach eben diesen Maßstäben zu lesen. Seinem Aufsatz vorangestellt sind einige seiner Gedichte aus den ersten beiden Lyrikbänden Vaterland und Anima von dem Übersetzer Henryk Bereska aus dem Jahr 2000. Der 1926 ebenfalls in Oberschlesien geborene Bereska starb 2005 und zählt neben Karl de Decius zu den wichtigsten Übersetzern polnischer Literatur ins Deutsche. Dessen frühen Übersetzungen will ich den neueren von Bernhard Hartmann gegenüberstellen. Er brachte 2018 eine Zusammenstellung von Ruzickis Gedichtbänden heraus und übersetzte diese. Das Vaterland. März, die Saison, da jenseits der Oder fette Winde herrschen. Im Erlenhain und im Gebüsch germanische Gottheiten schallen. Ich schlafe ein bisschen, lese ein bisschen, aber den Schlussteil hebe ich stets für morgen auf, für den Tag, da der Frühling kommt. So beginnt Bereskas Übersetzung des titelgebenden Gedichts aus Ruzickis Debütband Vaterland aus dem Jahr 1997. Darin setzt er sich mit dem ehemals Deutschen seiner Heimatstadt, mit Krieg und dessen Folgen, mit Grenzen und ihrer Flüchtigkeit auseinander. In der Übersetzung Bereskas fließen die Verse leichter dahin. Größtenteils bildet ein Satz innerhalb eines Verses auch eine syntaktische Einheit. Bei Hartmann hingegen werden die Sätze häufiger über die Zeilen gebrochen. Mit diesen Enjambements wird die Spannung, der das lyrische Ich ausgesetzt ist, am Ende jedes Verses hervorgehoben. Vaterland. März, die Herrschaftszeit der fetten Winde, von jenseits der Oder. In Erlen und Hecken lärmen die germanischen Götzen. Ich döse und lese, doch verschiebe das Ende immer auf morgen, den Tag, an dem der Frühling kommt. Die Wortwahl unterstreicht bei Hartmann die Konnotation von Brutalität und Bedrohung, die von der Westseite des Flusses herüberwehen könnte. Während bei Bereska der März als eine Saison der fetten Winde bezeichnet wird, wählt Hartmann hierfür das stärkere Wort Herrschaftszeit. Bei ihm lärmen die Götzen aggressiv, bei Bereska schallen sie nur. Das Gedicht schließlich endet
mit einer distanzierten Sicht auf das andere Ufer oder auf eines der Ufer und richtet sich an ein Du, bei dem nicht klar ist, wer gemeint ist. Ich habe dir nichts davon gesagt, aber oft erwache ich in diesem leeren Kahn in der Mitte des Flusses und spähe nach dir am Ufer im Nebel. So heißt es bei Hartmann. Das Ich beobachtet das Ufer aus dem Kahn heraus, befindet sich mitten auf dem Fluss, mitten im Dazwischen, zwischen beiden Ufern. Von dieser Sicht aus kann jedes Ufer gemeint sein, das eigene wie das fremde. Das lyrische Ich jedenfalls bleibt in seinem Kahn und wirft den Blick nur hinaus. Bei Bereska wiederum klingt hier mehr Aktivität und Offenheit hindurch. Ich hab's dir nicht gesagt, doch oft erwache ich in diesem leeren Boot mitten im Fluss und suche die Ufer nach dir ab, im Nebel. Hier späht das lyrische Ich nicht nur, sondern sucht im Nebel. Eine Suche wiederum ist aktiver, trägt die Hoffnung in sich, etwas zu finden. Dieses abwesende Du möglicherweise, wer auch immer damit gemeint ist. Das Vaterland, der Leser, die Leserin oder ein anderes imaginiertes Du. In diesem wie auch in anderen Gedichten Rogitzkis, die nun in zwei Übersetzungen vorliegen, folgt jeder der Übersetzer seiner eigenen Spur, die Rogitzki selbst mit seinem Text gelegt hat. Bereskas Übersetzungen erscheinen dabei beim ersten Lesen eingängiger. Die Wortwahl ist mitunter auch eindeutiger, teilweise aber auch etwas antiquiert, etwa wenn er heute etwas ungebräuchliches Vokabular nutzt. Hartmanns Übersetzungen sind metrisch strenger gehalten, erscheinen mitunter auch etwas sperriger, was aber kein Nachteil ist. Denn so werden auch die Brüche in den Erfahrungswelten, die in den Gedichten beschrieben werden, in der Form sichtbar. Und als Leserin verweile ich länger bei den Texten. Beide Versionen der Texte offenbaren also Möglichkeiten, die sich einander nicht ausschließen, sondern auf die Vielstimmigkeit des Originals verweisen und natürlich auch die eigene Sprachlichkeit und Erfahrungswelt der Dichter bzw. Nachdichter und Übersetzer in sich tragen. Für die Lyrik von Tomasz Rogicki ist es in jedem Fall ein Zugewinn, dass wir mit den unterschiedlichen Übersetzungen nun auch in verschiedenen Vehikeln die eigenen Grenzen wie auch die zwischeneinander passieren können.